Was habt ihr in dem Minecraft-Workshop gemacht? Nun, Minecraft ist ja ein virtuelles Lego, quasi eine offene Welt mit Gestaltungsmöglichkeiten. Diese haben wir uns heute näher angeschaut. Welche Beispiele habt ihr gesehen? Wir haben einmal gesehen, wie letztendlich Stadtentwicklung funktionieren kann in Minecraft selbst, aber auch eine Schulhofgestaltung war sehr interessant. Des Weiteren natürlich der virtuelle Ausstellungsrundgang in einem KZ-Gedenkstättenbereich. Wie kann man mit Hilfe von Minecraft eine Brücke zur politischen Bildung bauen? Nun, man sieht, dass man durchaus Konflikte provozieren kann, die man allerdings auch lösen muss. Dafür bedarf es natürlich Regeln. Regeln erfordern aber auch Kompromisse und Aushandlungsprozesse. Diese Gestaltung obliegt uns, dem Spieler. Welche Grenzen gibt es, wenn man Minecraft in der politischen Bildung verwendet? Eine gute Frage. Spielcharaktere sind natürlich nicht real, das heißt, sie schaffen eine gewisse Distanz und eine fehlende Ernsthaftigkeit durch diese kunterbunte Welt. Das Ganze kann natürlich in einem politischen Rahmen geschehen.